wolltest du mir noch erzählen? Du hast mir also was zu sagen. Avalach hat uns beide hinters Licht geführt. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt. Und ist mit Cerilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Oder ist Avalach der Kopf der wilden Jagd? Ja, es ist wirklich so, Iris. Wir müssen mal überlegen, ich mache, glaube ich, seit gefühlten 10 Stunden die Vorbereitung. Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Was werden wir dort finden? Wenn man den Folianten Glauben schenken kann, werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Schwerkraft, Zeit! Und Vic wird komplett auf den Kopf gestellt. Du übertreibst doch, oder? Kein bisschen. Die Sphärenkonjunktion hat begonnen. Die Welten, sie sind ausgerichtet. Sie durchdringen sich gegenseitig. Avalach könnte das ausnutzen und die Enelle herbringen. Oder Schlimmeres. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Komm mit und sei vorsichtig. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie Meridin, nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Was geht hier ab? Hallöchen Krypto auf jeden Fall. Ja, ich habe die DLCs. Die werde ich auch nach dem hier spielen. Verdammt! Das Schiff verbringt jeden Moment! Versteck dich im Hohlraum auf der anderen Seite. Los! Das schöne Schiff, dafür haben wir Nägel besorgt, damit es repariert werden kann. Mein Gott. Die Elixiere benutzen wollen, ja. Und Geralt ausnahmsweise mal nicht. Oh mein Gott! Schnapp dir das Pferd, das spart uns Zeit! Aber ich reite nur mit Flötze! Ja, ich darf mir das. Muss mir das andere finden. Ich muss mir das Ziki-Pferd, ne? Die armen Pferde! Die haben so schlechte Ausdauer. Und Riesen kämpfen in der Schlacht auf Riesen. Wie in den Balladen. Dies ist nicht Ragnarok. Noch nicht. Sicher? Das sieht aber ganz schön aus nach Ragnarok. Was wird als nächstes geschehen? Ich weiß es nicht. Da kommen noch mehr. Wir müssen uns beeilen, Geralt. Und müssen wir denn überhaupt? Ah, da ist das Beben wird stärker. Wir haben nicht viel. Wir haben mein Schild vor den Augen. My friends. Die Pferde sind voll gechillt. Ja. Ja. Es sind halt Skelliger-Pferde. Natürlich sind die gechillt. Was hat die erwischt? Die weiße Kälte. Verdammt. Wir werden begraben. Warte. Quares. Okay, mach ich doch gerne, bevor ich Hals über Kopf losgerannt bekomme. Was ich ja niemals tun würde, aber mal sehen, was du für ein Ende bekommst. Ich bin auch mal gespannt. Ich will nicht kämpfen.
Aber du bist eine heiße Zauberin aktuell. Kann man eigentlich kann ich meditieren? Ernsthaft? Ich kann jetzt einfach... Okay. Dachte schon, ich könnte einfach meditieren. Lalala. Jennifer, du weißt, dass die Kacke am Dampfen ist, ne? Du willst mir jetzt nicht erzählen, du kannst nur so laufen. Streamst du morgen? Ja, natürlich stream ich morgen. Klar. Wann habe ich meine Tränke wiederbekommen? Egal, ich hinterfrage das nicht. Ich speichere einfach. Verdammt! Avalach hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben! Kannst du sie auflösen? Auflösen? Nein. Ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen, kommen wir beide durch? Nein, du musst alleine gehen. Ich komme mit Ciri zurück. Ich weiß. Jetzt, Geralt! Mir geht's gut. Geh jetzt. Und bestell aber. Herzliche Grüße! Die deutschen Synchronsprecher sind echt kacke, ne? Ah ja, wir müssen hier hin. Ach, hier ist es auch ruhig. Wie schön. So, liebe Freunde. Dann treten wir noch dem anderen in den Arsch. Ah, hier ist. Ich hoffe, hier ist ein Schnellpunkt. Das heißt, wir waren noch nie bei diesem Turm, offensichtlich. Was geht hier ab? Mr. Avalach. Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bring wir's hinter uns. Darauf falle ich rein? Da irrst du dich gewaltig. Ich habe dir einmal vertraut. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Du musst dieses Opfer nicht erbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben vernichten. Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg geben. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen.
mir das nicht an. Bitte, nicht jetzt. Geralt, glaub mir. Ich würde liebend gerne Glühwein in einer Taverne trinken und meine Stiefel trocknen. Aber ich kann nicht. Ich muss es versuchen. Für dich und Yen und Triss, für alle. Drück mir die Daumen. Folge er mir bitte. Ja, das Ende zieht sich. Das Ende zieht sich, in der Tat. Und ich hab's mal wieder natürlich auf. So. Auf Englisch gestellt, irgendwann, natürlich. Im Eifer des Gefechts. Gute Nacht, Fieber. Vielen Dank fürs so lange Zuschauen auf jeden Fall. Zurück auf deinen Posten. Ja, Herr. Oh mein Gott, hat sich Ciri jetzt wirklich einfach geopfert? Dann spielt man 90 Stunden Witcher, um Ciri zu finden, hat sie endlich gefunden und am Ende opfert sie sich? Ist das ihren Ernst? Das sind so Enden, wo ich einfach nur eine Tischkante beißen könnte. Na, ja, gucken wir mal. Ich glaube, die eine Wache spielt Teso. Genug. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt.
Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avalach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Yennefer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Da ist jemand, der auf mich wartet. Triss Merigold? Keine Angst. Ich werde sie nicht verfolgen lassen. Hat Cirilla gesagt, hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Ihr wart kein guter Vater. Ciri sah in euch stets eine Bedrohung. Wenn sie mir eine Botschaft an euch gegeben hätte, würdet ihr sie gewiss nicht hören wollen. Schon verstanden. Wenn es sonst nichts mehr gibt... Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Wir kommen schon klar. Ja, genau. Wir kommen zurecht. Die Fässer sind zwar schwer, aber wir lassen bald aus jedem was ab. Veränderung liegt in der Luft. Stimmt, nicht zu leugnen. Nilfgaard flieht, obwohl es so aussah, als wären sie nicht wegzukriegen. Ihren Wein haben sie auch dagelassen. Sehr großzügig. Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst. Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Komm schon, Plätze! Ich weiß gar nicht, was ich gerade dazu sagen soll. Hallöchen übrigens, Paylord. Es ist einfach, ich glaube, ich habe ein richtig schlechtes Ende für The Witcher 3, leider. Das macht mich gerade innerlich ein bisschen fertig. Wäre ein bisschen hart zu ihm hier, dass ich gesagt habe, du bist ein Scheißvater, aber er ist mir auf die Nerven gegangen. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Aber das ist mal eine schöne Himmelsfarbe tatsächlich gerade, ne? Gott, wie lange war ich denn hier nicht mehr? Oh mein Gott. Ich war doch ganz, ganz am Anfang. Bin ich direkt gestorben hier, weil ich jemanden angegriffen habe, aus Versehen. Ja, ich greife aus Versehen Leute an. Meister Ort. Wurde bestimmt aufgehalten. Mit wem treffe ich mich hier? Du bist spät dran. Die Soldaten blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön.
Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Was ist das bitter? Krypto, nein, ich werde heute nicht mehr die DLCs anfangen. Ich habe bisher nur bis kurz vor Ende gespielt. Mir wurde gesagt, ich sollte zuerst die Erweiterung spielen. Ach so. Es sieht aus. Ja, es ist. Das Haupt-Witcher-Spiel geht gerade zu Ende, aber es. Die DLCs werden aber noch kommen. Zirail. Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Mhm. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Mariborwald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Es kann halt einfach nichts, das Schwert. Okay. Okay. Was hat das hier alles auf sich? Was? Ah, ich verstehe das nicht. Können wir auch dahin porten? Ich bin zu faul. Was ist das für eine... Wo sind wir, verdammte Axt? Ach! Oh, you shouldn't have. Yo! Das ist ja noch Weißgarten. Wow! Krass. Merimet, vielen Dank für den Follow. Willkommen bei uns verrückten Birdies. Das ist ja noch Weißgarten. Ich dachte auch gerade beim Schwung verletzt er ihn einfach aus Versehen. Gott, das ist ein bisschen nostalgisch, dass wir im ersten Bereich von Witcher sind, ne? Das ist so richtig nostalgisch. Naja, Ciri ist tot. Natürlich ist es kein Happy End. Obwohl. Ist die das Bitch. Erledigt? Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Ah! Das ist gemein! Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Wie geil! Wie geil einfach! Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir war Emrais nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emir war Emrais hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder
und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft, im fernen Kovir. Er und Triss schufen sich ein Zuhause, warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen, egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexer einen Auftrag, eher aus Gewohnheit denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug. Kuchen. Wie, warum, Eni? Weil Triss einfach viel, viel netter war. Oh mein Gott, ist dieses Ende großartig. Oh mein Gott. Wow. Und jetzt Blood and Wine. Nee, ich fange tatsächlich mit dem Blauen an. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Happy End, das ist ein richtig geiles Ende. Ich freue mich da richtig, richtig drüber über das Ende. Ich hatte halt jetzt wirklich gedacht, dass Ciri tot ist. Ne, aber ist Heart of Stone, genau. Wow, und ich bin am Start, wenn das Spiel zu Ende ist. Gut, Chewie, gut, Chewie. Ist nicht schlecht, weil Triss eine doofe Nuss ist. Hallo? Die macht wenigstens keinen Stress. Yennefer ist richtig behindert. Yennefer ist nur am Rumzicken, hat die ganze Zeit was zu nörgeln, ist super oberflächlich, mega egoistisch. Triss hilft dir die ganze Zeit. Bittet dich, ist super liebevoll und einfach super. Triss ist, ich bin definitiv Team Triss gewesen, die ganze Zeit. Außerdem ist Triss seit dem ersten Teil quasi meine Freundin. Ich muss sagen, mega, mega geil. Ich bin ein bisschen traurig tatsächlich, dass es jetzt vorbei ist. Sam hier, komm, oh, Christoph. Ich fühle mich da etwas eingegriffen, kein Witz, aber sehe mal drüber hinweg, einfach weil ich das Ende gerade feiern will. Danke, Flex Media. Ich fand die Aussage persönlich jetzt nicht so schlimm. Ne. Oh, ich muss mein Gesicht woanders hinpacken. Sekunde. Packen wir uns mal in die Ecke. Ich finde, beide sehen geil aus. Sie sehen beide geil aus. Das ist kein Wunder. Ich finde, Triss und Yennefer sehen... Ich finde, Yennefer ist ein Ticken hübscher und sie hat einen geilen Arsch. Der Arsch in der Hose von Yennefer ist super. Aber ihr Charakter ist einfach für die Tonne. Ich will nächstes Wochenende haben. Da kommt... Oh, wie schrillen. Da kommt Lady Chew. Das freut mich. Die Leute, die... Was gibt's denn noch für Enden? Was kann noch passieren? Ich glaube, ich habe mal, glaube ich, ein Ende gesehen, da kann Ciri auch tatsächlich ein richtiger Hexer werden mit der Mutation und dergleichen. Würde mich halt echt... Okay, tolles Thema, in dem ich hier gelandet bin. Du kommst gerade von der Arbeit, Christoph. Ciri stirbt, Ciri wird Imperatorin. Ach so, stimmt, die könnte... Ja, okay. Das macht auch Sinn, dass die meisten, das, also, ja. Doch, eigentlich gibt's, glaube ich, nur dieses. Jemals die deutschen Esche. Ja, ich, natürlich frage ich, ich bin halt ein neugieriger Mensch. Das hat mich die ganze Zeit interessiert. Aber das ist halt so, zu dem Zeitpunkt sind halt, also man weiß es halt nicht. Zum Beispiel auch Andeutungen dergleichen.
Das möchte man natürlich nicht als Streamer haben, weil dann denkt man so, oh Gott, in welche Richtung werde ich jetzt gelenkt? Natürlich frage ich danach. Natürlich. Sie kann dann Kaiserin werden. Ist ja auch alles gut, Leute. Es war ja nichts Schlimmes. Also wenn jetzt wirklich gesagt hat, oh, wenn jetzt jemand reinkommen wird, oh, du bekommst jetzt das Ende, wo Ciri fahrende Hexerin wäre, wäre direkt so, danke dafür. Danke, dass du die ganze Spannung der nächsten halben Stunde ruinierst. Aber es war alles okay. Alles gut, Leute. Und jetzt spannt euch. Nee, keine Ahnung. Ich finde Witcher wirklich... Wisst ihr, es ist so traurig. Wir haben letztes Jahr im Oktober mit Witcher 1 angefangen. Witcher 1 war ein Spiel, wo ich wirklich am Anfang dachte, wo bin ich hier bitte gelandet? Was ist das für ein grottiges, hässliches Spiel? Und warum wird Witcher 3 so gehypt und Witcher 1 so weird und grottig und spielerisch echt miserabel ist? Aber Witcher 1, sage ich heute noch, ist ein unfassbar geiles Spiel. Wer Witcher 3 spielen möchte, spielt es bitte wirklich Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3. Ihr seid damit fast ein Jahr beschäftigt, wie ihr seht. Aber Witcher 1 hat eine unfassbar gute Story, unfassbar geile Charaktere und den meisten Sex aus allen drei Teilen. Deswegen, also ab da hatte mich Witcher auch wirklich, ab dem ersten Teil hatte mich Witcher einfach und ich habe mich schon auf die nächsten Teile unfassbar viel gefreut. Witcher 2, auch mega. Plötzlich war die Grafik gut, die Story war immer noch einfach, ich weiß nicht, wie sie es schaffen. Sie schaffen es einfach, eine ernste Geschichte aufzusehen und dann noch so ein bisschen Witz und Humor reinzubringen. Was ich bei Witcher 2 ja immer noch feiere, ist einfach dieser Moment, wo wirklich Herr der Ringe verarscht wird. Wo du einfach in eine Quest mit Philippa Eilhart bist und sie dir sagt, du kannst auch den Ring, diesen einen Ring holen, um alle zu knechten und bla bla bla. Und du sitzt dann da und denkst dir so, zitiert die gerade Herr der Ringe? Jo, tut sie. Und sie verarscht dich einfach nur. Und dann kommt Witcher 3. Witcher 3, einfach ein Epos. Witcher 3 ist einfach unfassbar gut geworden. Also, ich muss auch sagen, ich bin ja noch nicht durch mit Witcher 3, aber ich gebe jetzt hier schon mal mein Feedback, weil es eben auch die, die hier. Dieses Rund, ja, ich weiß nicht, wie das heißt, ihr wisst, was ich meine. Einfach bombastisch. Ich muss sagen, jede Sidequest war irgendwie interessant, war spannend. Es ist halt nicht so typisch so, sammel mal eben das, mach mal das. Nein, sie geben sich Mühe, auch sogar neben Sidequests einfach Geschichte zu urteilen. Sogar das mit den Fragezeichen, das war vollkommen in Ordnung in Wählen. In Skellige war das ein bisschen anstrengend, weil das halt zu 90% alle Fragezeichen in Skellige unter Wasser sind. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur am Tauchen, das ist die ganze Zeit das Gleiche. Aber es hat einfach durch und durch Spaß gemacht und es ist einfach super. Und vor allen Dingen, dass es auch noch dieses Minispiel Gwent gibt, ist meins, ist nicht meins persönlich. Flamita, vielen Dank für den Follow, willkommen und zurück. Es ist nicht meins, aber ich bin mir sicher, dass andere Leute es viel, viel geiler auch finden. Ja, Witcher 1 war wirklich eine veraltete Engine, definitiv. Aber die Geschichte war unfassbar. Es wurde kein Witcher 4 ausgeschlossen, aber was ausgeschlossen wurde, ist, glaube ich, dass Geralt damit sein sollte. Ich habe ja auch nicht... Leute, es ist okay. Können wir das... Wir lassen das Thema mit dem Backseat Gaming jetzt gut. Es ist alles in Ordnung. Meine Moderatoren sind darauf gedrillt, die Leute zu warnen. Das hat sie getan und fühlt euch da bitte nicht angegriffen, ja? Ich werde definitiv die beiden DLCs noch spielen. Wir sind immer noch nicht mit Geralt fertig. Mein Plan ist es ja so, ich mache jetzt die letzten Fragezeichen in Skellige und Wählen. Da fehlen mir ja noch ein bisschen. Gedrillt, ja. Die sind gedrillt. Und dann fange ich halt mit Heart of Stone an. Stone of Heart. Heißt es jetzt Heart of Stone? Das Kartenspiel. Das Kartenspiel ist grottig. Ich hasse es. Also Sebi, mein Ende ist unfassbar geil. Ich habe mich über mein Ende richtig, richtig gefreut. Es ist halt wirklich einfach... Wie in der Bundeswehr hier. Ja, sieh. Hier herrscht halt noch Zucht und Ordnung. Zucht und Ordnung. 10 Leo, vielen Dank für den Follow. Willkommen zurück in Birdies. Nee, keine Ahnung. Es war ein grandioses Ende. Es hat mich auch... Wirklich einfach, da stand nicht Gronkh. Was, da stand Gronkh? Achso, da stand Gronkh. Ja, da stand Gronkh, okay.
Und Isa hat's nicht gesehen, nein, habe ich nicht. Ich muss ja auch ein bisschen auf euch achten. Doch, klar, Entschuldigung, ich habe das missverstanden. Alles gut, ich weiß, was du meintest, wo Gronkh stand. Ja, natürlich, erzählt mir gerne die anderen Enden, das interessiert mich auch. Wobei, nein, warte, tut's nicht, weil ihr spoilert gerade andere Spieler und das wäre doof. Ich gucke mir das gerne mal an. Also, wir können das gerne in ein paar Wochen mal besprechen oder so, aber heute dann doch lieber nicht, weil ich sehe gerade zumindest eine Person, wo ich weiß, die ist im Stream, wo ich weiß, er ist mit dem Spiel noch nicht zu Ende und ich möchte ihn halt für sein Ende nicht vorspoilern quasi. Also, mich persönlich interessiert sowas total gerne, klar. Aber machen wir nicht. Witcher 3, wirklich. Also, ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel. Es ist einfach geil. Wirklich. Und das Problem ist, also ich habe zum Glück noch halt das mit den Fragezeichen und die zwei DLCs, ne? Ich hatte jedenfalls dein Ending und fand es als das Beste. Ich glaube, es ist auch das Beste tatsächlich. Echt? Ich glaube, ich gucke mir das gleich irgendwann mal noch an, was es für Enden noch gibt. Weil ich bin da sowieso neugierig und möchte dann einfach auch wissen, was es für Enden gibt halt, ne? So ticke ich halt einfach. Ich gucke mir dann immer alles an. Ich habe mir auch bei Ip, als ich es gespielt habe, die alternativen Enden noch angeguckt und war so, wow, krass, was man da noch möglich ist. Ich muss einmal jedes Ende durchspielen. Ich glaube nicht, nein. Das werde ich definitiv nicht machen. Aber, oh mein Gott. Das, wisst ihr, ich komme ja wirklich, ich habe echt, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich bin wirklich froh, dass wir noch die DLCs haben, weil ich weiß wirklich nicht, wie ich mit auf meinem Kanal umgehen soll. Wenn Geralt plötzlich nicht mehr da ist. Geralt ist halt wirklich eine Figur, die uns einfach über drei Teile einfach begleitet hat. Geralt hat hier, ich finde, Geralt hat diesen Kanal mega geprägt einfach. Und wenn die beiden DLCs dann auch weg sind und es ist wirklich endgültig vorbei mit Geralt, dann kommt die Serie auf Netflix, das ist schon mal wieder so ein leichter Lichtblick für mich. Aber trotzdem, was mache ich auf meinem Kanal, wenn Geralt weg ist? Was tue ich dann? Die DLCs sind losgelöst von einem... So viel kann man sagen, ja klar, das würde ja auch keinen Sinn machen. Geralt ist live, es ist halt wirklich... Sephiroth, eins der besten Spiele in den letzten Jahren. Definitiv Sephiroth, definitiv. Wirklich, also wie gesagt, ich habe den ersten Teil gespielt, war wirklich in der Hälfte des Spiels auch wirklich so irritiert und dachte so, was ist das für ein Schrott? Und dann habe ich irgendwann die Geschichte durchblickt und war einfach so, oh mein Gott, gib mir mehr davon. Ich will einfach nur Witcher spielen. Und ich liebe Geralt. Es ist einfach wirklich, ich liebe Geralt. Entwickelt sich die Enden eigentlich über die ganzen Spiele oder erst ab einem bestimmten Punkt? Das ist eine interessante Frage, Iris. Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich kann das halt überhaupt nicht abschätzen. Weil man so viele Stunden darin... Ohne Geralt würden wir uns nicht kennen, Isalein. Aber auch indirekt mit Overwatch, ne? Aber cool. Gerade der dritte ist awesome. Ich finde aber auch ernsthaft, der erste Teil hat auch seinen richtigen eigenen Charme. Und die Geschichte vom ersten Teil fand ich auch richtig, richtig gut. Hat er sogar einen Emote. Für ewig in unseren Herzen, ja. Es gibt 5 Schlüsselszenen in dem Spiel. Oh, ehrlich? Ich schätze mal, die Netflix-Serie basiert dann aber eher auf den Roman, oder? Ich hoffe, dass das nicht so wird wie der polnische Film. Ich habe gerade die Hauptstory beendet. Ich muss noch ein paar Fragezeichen aufdecken und dann geht's in die DLCs rein, genau. Ich habe es halt gerade zum First... Also ich werde es auch nicht nochmal spielen, weil man dafür viel zu viele Stunden gerade eigentlich leider verbringt. Aber wie gesagt, ich spiele seit Oktober letzten Jahres alle drei Teile und das ist schon eine riesen Zeitspanne für eine Spieleserie. Aber es ist so worth. Es ist wirklich, also ich... Einfach geil. Die sind sehr geil. Das habe ich auch schon gehört. Ich habe auch... JP Polska, vielen Dank für eine volle Willkommen zurück in Reddit. Ich habe auch schon viel davon gehört, tatsächlich. Also ein bisschen was geguckt. Bei anderen Leuten. Also nicht komplett. Ich weiß nicht, worum es komplett geht, aber ich habe immer so ein paar Eindrücke bekommen. Fand es auch richtig geil. Es geht ja auch andersrum. Sie Assassin's Creed, da sind...
Die Bücher nach den Spielen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, ich finde die Bücher bei Assassin's Creed, finde ich immer geil. Weil die teilweise auch, weil man einfach, ich denke immer so, okay, die erzählen jetzt das Spiel nach, aber tun die halt nicht. Die kümmern, also die sind da ein bisschen innovativ. Zum Beispiel das Buch zu Unity war aus der Sichtweise von der Frau, also von dieser komischen Französin und nicht von ihm, was ich auch richtig cool fand irgendwie, weil man die Geschichte halt nie... In lebender Erinnerung, Carolina Groschwaska. Okay, cool, cool. Groschwaska, ich kann das nicht aussprechen. Das musste man erstmal machen. Ja, mach ich auf. Gibt auch so gut. Ja, Bobby Bolly 420, vielen Dank für den Follow, willkommen bei uns zurück in Birdies. Ich habe das Buch zum zweiten Teil. By the way, drei Bücher so. Ich muss noch das Buch vom letzten Spiel mir holen. Ich habe eigentlich alle Assassin's Creed Bücher. Ich finde die gut. Ich finde die wirklich gut. Macht Spaß zu lesen. Wo sind wir denn? Die Geschichte von Geralt von Riva. So. Es ist so kacke, das zu lesen als Geralt-Fan. Es ist so kacke. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeraufträge erledigen und Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass das Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kapitel des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Da fehlt ein Wort, das ist geil. Nein! Was für eine Quest ist denn jetzt hier? Oh, nein, geh, ich will Gwent gar nicht sehen. Oh, you shouldn't have. Gamer JH1, vielen Dank für den Follow, willkommen bei uns zurück, Birdies. Wir sind Level 35, whoop, whoop. Gamer, du kannst dich... Ich freue mich auch mega auf die DLCs, keine Frage. Du hast ein neues Spiel freigeschaltet, Spiel Plus freigeschaltet. Um es zu beginnen, erstelle einen neuen Spielstand, starte ein neues Spiel, wähle die Option Neues Spiel Plus und wähle dann den Spielstand aus, mit dem du deinen Charakter importieren willst. Diese Prozedur kann nur mit Spielständen durchgeführt werden, die durch Freischalten von Neues Spiel Plus erstellt wurden. Okay, cool. Danke. Sonst noch was? Wir haben echt viel ändert. Ja, ich weiß. So, mein Eis ist auf. Ein Zeichen, jetzt zu Ben zu gehen. Es ist schon verdammt spät. Man sieht sich morgen oder so. Tschui. Eine wunderschöne gute Nacht, ne? Eine wunderschöne gute Nacht. Mach das. Oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld, ne? Bisschen. Abpreis-Game für 10 bis 20 Euros. Ja, also ich muss sagen, Geralt, Witcher,